So, noch eine letzte Information zum Speichern. Natürlich speichern Sie so eine Datei immer in Ihrem eigenen Format, in dem programmeigenen Format, solange Sie die Sache weiter bearbeiten wollen und überhaupt für später, wenn Sie mal gucken wollen, wie Sie das gemacht haben. Fürs Drucken ist natürlich immer gut, wenn Sie ein PDF erstellen. Das geht in Illustrator besonders naheliegend, weil Illustrator selbst ist ja quasi, hat den PDF-Unterbau. Also Illustrator und PDF sind identisch, mehr oder weniger. Und da gibt es die Möglichkeit, das Ganze als Kopie zu speichern im PDF-Format eben. Das kann man dann hier auswählen. Um das zu unterscheiden von der Ausgangsdatei, die ja auch ein PDF war, die aus dem CAD-Programm kam, füge ich das Kürzel AI hinzu, damit klar ist, die habe ich also in Illustrator bearbeitet. Jetzt gehe ich auf Save, also sichern. Und es kommt das übliche Einstellungsfenster für den PDF-Export. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, was einzustellen. Ich gehe mal auf Custom, also manuell, wenn man so will. Und das Wichtigste beim PDF ist immer die Compression, also die Art und Weise, wie mit Pixelgrafik umgegangen wird. Und da würde ich Ihnen immer empfehlen, das bikubische Downsampling zu nehmen, und zwar auf 300 dpi. Wenn Sie das mit Tabulatortaste bestätigen, dann wird automatisch hier angesagt, dass das nur für Bilder überhalb von 450 dpi gilt. Das ist auch in Ordnung. Kompression, ZIP ist in Ordnung. Das gleiche für Graustufenbilder, denn es handelt sich natürlich um die gleiche Art von Dateien. So, und jetzt kommt noch die Schwarz-Weiß-Grafik, also der CAD-Teil. Das kann man so lassen, wie man möchte. Man kann es auch downsamplen auf 1200. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man dieses CCITT Group 4 nimmt. Das war früher mal so eine Art Standardeinstellung. Ich weiß nicht, warum das hier nicht einfach erreichbar ist. Ist auch egal. Das wäre jedenfalls die Möglichkeit der Kompression. Der Rest ist vollkommen uninteressant. Wie Sie mit Farbprofilen umgehen, das führt viel zu weit. Auch das ist natürlich kein Thema. Ob es eine Sicherheit gibt, ist auch vollkommen egal. Wichtig ist ganz am Anfang bei General, dass Sie die Illustrator-Bearbeitungsmöglichkeiten in diesem PDF erhalten. Das ist vielleicht auch nicht wichtig, weil Sie haben ja die Original-Illustrator-Datei noch, aber beachten Sie, dass es sowas gibt. Diese Page-Thumbnails, also diese Vorschaubildchen, sind dafür da, in Ihrem Computer, in Ihrem Dateiverwaltungssystem, also ob das der Explorer ist oder der Finder, also sogenannte kleine Vorschaubildchen zu erzeugen. Natürlich hätte man das ganz gerne. Sie können sich das ja auch gerne sofort nach dem Sichern anzeigen lassen und dann können Sie es speichern. Jetzt müsste bei mir auch Acrobat angehen und mir das PDF zeigen. Natürlich eine wichtige Sache, um zu sehen, ob das funktioniert hat. Da ist es. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die man beachten muss. Transparenzen, also zum Beispiel die Transparenz dieses Pixelbildes, was die Spiegelung darstellt, können unter Umständen Probleme machen. Das hängt immer davon ab, wie fit der Drucker ist, auf dem Sie drucken. Und da gibt es einen eigenen Abschnitt im Handbuch, der sich mit Transparenzen beschäftigt. Sie können nämlich Transparenzen generell rastern lassen. Das heißt, Sie lassen die Objekte, die eine Transparenz haben und eigentlich ganz anders aussehen, wenn Sie sie nicht hätten, sozusagen rastern. Dann ist die Transparenzinformation quasi verschwunden. Sie haben dann nicht mehr das Original, was die Transparenz nur zugewiesen hat, sondern Sie haben dann ein gerastertes Ergebnis, was Sie dann aber leicht drucken können. Das nur nochmal als kleine Ergänzungsinformation, falls Sie damit Probleme haben sollten. Ich hoffe, dass die Drucker bei uns in der Hochschule modern genug sind, um da keine Probleme zu verursachen. So, das war es noch zum Speichern. Und jetzt ist Schluss.